So, und Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video nach einem Monat wieder mal. Und heute fahre ich mit dem 4020er die Strecke wieder bergab. Wir sind ja das im letzten Video von dort gekommen. Jetzt fahre ich halt die andere Seite. Wir fahren heute die alte Strecke. Das heißt, wir biegen dort vorne weg und fahren dann halt auf der alten Strecke weiter. Die neue Strecke kommt dann das nächste Mal. Ja, die Türen sind zu, dann hätte ich gesagt, fahren wir mal weg. Oder wir warten erstmal, bis grün wird. So, es ist grün, dann hätte ich gesagt, Türen verriegeln. Und weg. Kommen wir als nächstes zum Bahnhof Merlach Güterbahnhof, also besser gesagt Merlach Güterbahnhof Ost. Wir haben aktuell eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km pro Stunde. Im ganzen Bahnhofsbereich, das heißt bis zum Ende des Güterbahnhofs, darf nur 60 gefahren werden. Das ist hier so vorgeschrieben. Ja. Der 4020er mit der alten Elfenbeinlackierung finde ich ganz nett, deswegen bin ich heute mal damit gefahren. Und stehen geblieben. Sogar mit einem kleinen Bahnhofsgebäude. So, und Vollgas. Jetzt müssen wir die Geschwindigkeit auf 40 reduzieren, weil wir in die Ablenkung hier nur 40 fahren dürfen. Sollte man noch Signalnachahmer hinstellen, fällt mir gerade auf. In die Station. Das wird sogar Sinn machen. So, jetzt fahren wir nach links weg. Wir dürfen jetzt eine Geschwindigkeit von 100 km/h fahren durch den Tunnel und danach geht es nur noch weiter mit 60 oder 65 in dem Fall.
65 ist eingestellt. Jetzt fahren wir über eine langgezogene Brücke, die eigentlich total unrealistisch ist. Aber ja, mein Gott, was soll man machen? Jetzt durch einen engen Tunnel. Und dann geht es auch gleich wieder raus aus dem Tunnel und dann fahren wir entlang dem Abgrund entlang. Hier auf der anderen Seite können wir übrigens die neue Strecke sehen. Also jetzt gerade nicht, aber gleich. Wir können eigentlich auch in Leerlauf stellen. Das wird eh keinen Unterschied machen. Ja, hier auf der anderen Seite können wir die neue Strecke sehen. Die führt da durch ein paar Dörfer durch. Hier kommt sie zum Beispiel raus aus dem Tunnel. Tja, diese Strecke wird in meinen Streckengeschichten quasi nur noch mit älteren Baufahrzeugen betrieben. Hin und wieder fährt auch ein Regionalexpress. Nein, eigentlich ein Regionalexpress ist es. Mit 5 Dieselwagen, das kommt aber, der fährt aber nur alle 2 Stunden. Ansonsten wird die Strecke mit 40-20ern betrieben. Oder mit Talentzügen. Oder Talentzügen eigentlich nicht, eher mit Cityjet-Zügen. Die guten alten 40-20er fahren hier noch. Keine Sorge, es gibt ja auch noch ein paar Halte auf dieser Strecke. Ich sage immer, dass, also in meiner Train Simulator Welt ist es quasi die alte Wechselgebirgsbahn. Wieso auch immer der Wechsel, weil der Wechsel ist eigentlich ein Mittelgebirge dort im Burgenland, was ich weiß. Aber für mich ist das halt der Wechsel und das ist das höchste Gebirge, was ich hier eigentlich habe. Das ist die Wechselgebirgsbahn. Später kommen wir noch zur Wechseltalbahn. Die ist dann quasi unten. Die fährt aber aus irgendeinem Grund sogar noch langsamer als die hier, nämlich nur 60 km/h darf man dann durchs Wechseltal fahren. Nicht sehr ausgebaut diese Strecke, deswegen gibt es ja auch diese neuere Strecke da oben, die darf man sogar mit 140 befahren. Hat nur ein maximales Gefälle von 17 Promille, wir fahren hier mit 30 Promille, dafür sind wir auch viel schneller unten. Schusterstadt. Keine Ahnung, wie ich auf diesen Namen gekommen bin, aber keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Aber es ist ein Dorf irgendwo am Rand. So, nach dem Tunnel müsste dann schon eigentlich gleich der Bahnsteig beginnen.
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also fast. Und gemütlich stehen bleiben. Und da wir hier 30 Promille Gefälle haben, ziehe ich die Bremse einmal voll an. Uffing am Staffelsee, das ist natürlich nicht hier, das ist ganz woanders. Aber ja, mein Gott. Sogar hier mit einem kleinen Bahnübergang. Tja, wenn da einmal ein Kind spielt und der Ball rollt weg. Pff, nicht so gut. Eigentlich auch sehr gefährlich, die Gegend hier. Aus der Ansicht von hier unten würde das dann circa so aussehen. Sieht eigentlich cool aus, finde ich. Hier auf dem Schienenplan kann man dann auch circa sehen, wie die Strecken ungefähr verlaufen. Man sieht schon, die Strecke unten verläuft einfach viel gerader und hier oben halt ziemlich viele Kurven. Hier ist ein kleiner Ausschlag, weil man hier auf einen Schlag sehr viel höher überwinden muss, weil sich das sonst nicht ausgeht mit dem Fluss. Ja, hier unten kommt dann die nächste Haltestelle. Dann irgendwann biegen wir dann weg. Von der neuen Strecke. Ja, aber man kann auch schon sehen, dass hier die Strecke noch sehr weit oben ist und wir hier schon sehr weit unten sind. Im Tal dürfen wir dann erstmal mit, also sobald wir am Boden sind, dürfen wir dann erstmal mit 110 weiterfahren, aber durch die Wechseltalbahn dann nur noch mit 60. Hier geht es wieder bergab, diesmal nur mit 20 Promille. Eigentlich kann man ab hier sogar schon 110 fahren, aber irgendwie habe ich das nicht eingestellt. Also theoretisch, was die Kurven angeht, geht ab hier eigentlich schon 110. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon sogar schon ab hier. Das würde auch schon gehen.
So. Ah, wann kommen endlich die 110? Ich habe keinen Bock mehr, hier mit 70 herumzugurken. So, ab hier. Vollgas. 110. Werdersdorf Fähre. Das ist unser nächster Aufenthalt, weil Werdersdorf ist quasi geteilt durch den Fluss in der Mitte. Und das und der Teil, wo wir stehen bleiben, auf der Seite, das ist der kleinere Teil und normalerweise kommt man nur mit der Fähre von der einen Seite auf die andere. Deswegen heißt die Station Werdersdorf Fähre. So, in 1 Kilometer reichen wir Werdersdorf Fähre. Ich hätte mal gesagt, ich schalte jetzt mal auf Nullstellung. Und wir bremsen langsam runter. Ja, das ist der Bahnhof von Werdersdorf Fähre. Früher war das, also wie ich zumindest sage, war das früher der richtige Bahnhof von Werdersdorf. Genau, weil da steht Feldafing, deswegen ist es ja auch Werdersdorf. Haha, lol, XD. Ja, egal. Ich sag, das war früher mal der richtige Bahnhof von Werdersdorf, bis die neue Strecke gebaut wurde. Seitdem ist das hier der Bahnhof von Werdersdorf, der eigentlich gar kein Bahnhofsgebäude hat. Aber egal. So, und Abfahrt. Nein, mir ist nicht Fahrt, also mir macht es schon Spaß, aber ich weiß nicht, wie ich das Video füllen kann mit irgendwelchen Sprachen. Ja, egal, wir kommen jetzt nach Bad Greifsbach. Nach Bad Greifsbach am Wechsel. Das ist unsere nächste unsere nächste Haltestelle. In 2,25 Kilometern.
Währenddessen fahren wir weiterhin durch. Ja, hier am dem Wechsel entlang. Hier hinten ist sogar die Ding schon auf Null. Ja, hier ist der Tunnel, in den wir dann reinfahren. Und jetzt ist es quasi der Durchgangstunnel. Jetzt landen wir in einem ganz anderen Tal. Oder eigentlich ist es sogar dasselbe Tal, aber wir haben eine Abkürzung gemacht, weil sonst hätten wir ganz hinten vorbeifahren müssen. Weil dort geht das Tal eigentlich weiter. Bad Greifsbach am Wechsel Klamm. Bad Greifsbach ist eine große Stadt. Also hier zumindest ist Bad Greifsbach eine große Stadt. Und die hat sogar drei Haltestellen bekommen. Da ab hier beginnt dann der 60er. Und ab hier werden wir dann wirklich nur noch 60 km/h fahren. Also wird nicht mehr schneller werden. So, ganz vorne stehen geblieben beim Signal nach Armer. Hier können wir jetzt uns jetzt kurz anschauen, wie denn das Tal verläuft. Also hier sind wir in den Tunnel reingefahren und der Fluss verläuft in diesem Fall so. Geht hier bei Mönchendorf, heißt das hier, macht da eine Kurve. Fließt hier durch ein enges Tal durch und kommt dann hier wieder raus. Und wir haben in dem Fall eine Abkürzung gemacht. Jetzt kommen wir zum Bahnhof, zum richtigen Hauptbahnhof quasi von dieser Stadt. Der Signal nach Ammer sollte eigentlich nach unten zeigen, aber das kann er scheinbar nicht. Der Bahnhof von Bad Greifsbach, also der Bahnhof von Bad Greifsbach ist etwas Besonderes, denn er hat mehrere Bahnübergänge. Er hat zwei Bahnübergänge, die im Bahnhofsbereich quasi drüber gehen. Das ist eigentlich total unnötig, wenn man sie genauso gut davor schon rüberfahren hätte lassen können, aber es ist so. Ja. Nämlich hier beginnt der Bahnhofsbereich. Zwei Bahnsteiggleise und ein Mittelgleis. Oder auch ein Durchfahrtsgleis, je nachdem wie man es nennen möchte. Und Türen öffnen. So, jetzt sind wir in Bad Greifsbach am Wechsel. Diese Straße hier werden wir jetzt noch öfter sehen. Das ist nämlich die Bundesstraße. Die geht bis ganz nach hinten. Die werden wir jetzt auch mehrmals kreuzen. Was noch besonders ist an Bad Greifsbach am Wechsel ist, dass die Bahnsteiggleise vertauscht sind. Hier ist nämlich 2 und drüben ist 1. Wieso auch immer, niemand weiß es.
eine Geschichte, wieso das so sein könnte, habe ich mir bis jetzt auch noch nicht überlegt. Also, ja, keine Ahnung wieso. Vermutlich, weil Gleis 1 eigentlich das Durchfahrtsgleis ist, weil man dazu nicht in die Ablenkung fahren muss. Ah ja, hier gibt es übrigens noch ein paar Schutzsignale, damit man bei kürzeren Zügen den Bahnschranken trotzdem noch öffnen könnte. Jetzt kommt Bad Greifsbach am Wechsel Oststadt. Obwohl, eigentlich ist es eh egal, welches Gleis jetzt das Durchfahrtsgleis ist oder weil man darf in die Ablenkung mit 60 fahren, die Streckenhöchstgeschwindigkeit ist 60, also ist es eigentlich eh blunzen, egal auf welchem Gleis man durchfährt. Du müsstest nirgendwo die Geschwindigkeit verringern. Also macht das eh keinen Sinn. Na egal. Jetzt kommen wir nach Bad Greifsbach am Wechsel Oststadt. Sogar mit Bahnsteigsanzeiger. Bahnsteighöhe. Ach Gott, diese blöden Lags, herrst ich. Scheiß auf Dovetail Games, herrst. Keine Sorge, es hört gleich auf. Dankeschön. So, hier. Bahnsteighöhe zu niedrig, aber der ist sowieso nicht barrierefrei, also macht das eh keinen Sinn. Und los. Unbeschränkter Bahnübergang. So, bis zu unserer nächsten Haltestelle wird es noch ein klein Weilchen dauern. Circa 5 Minuten hätte ich jetzt geschätzt, wenn nicht dann 3 oder so. Aber egal. Wie gesagt, wir werden jetzt die Bundesstraße mehrmals kreuzen. Hier noch einmal. Es hängt schon wieder. Ah ja, jetzt kommen wir nach Laxendorf. Laxendorf bei Einöd. Und wir überholen eine Autokolonne. Moin. Laxendorf bei Einöd. Falls jemand noch Einöd kennt, das ist die Stadt, wo wir in der ersten Folge weggefahren sind. Die hat sich jetzt schon drastisch vergrößert. Die haben jetzt nämlich einen richtigen neuen Bahnhof bekommen. Der Hauptbahnhof, der bis jetzt war, der steht immer noch. Aber sie haben jetzt einen Südbahnhof bekommen. Der hat deutlich mehr Gleise. Insgesamt 10. Und, einen riesigen Abstellbahnhof und Güterbahnhof drumherum. Also wirklich alles, was das
alles, was das Eisenbahnherz begehrt. Und dort sind Nahverkehrstriebwagen aller aktiven Generationen stationiert, sprich 4020, 4024, 4124, 4744. Der 46 auch mal, aber der ist von. Aber jetzt nicht mehr. Und Einöd-Südbahnhof ist das neue Zentrum für die wichtigsten S-Bahn-Linien. Denn von dort aus führt die Einödner S-Bahn-Stammstrecke weg. Und ja. So, und genau bis hierher führt die Bundesstraße und ab hier ist dann ein Park-and-Ride-Parkplatz. Und ab hier kann man dann in die Stadt bis nach Einöd fahren. Eine Bundesstraße bis nach Einöd ist bereits geplant und wird auch bald gebaut. Mit 40. Wir kommen jetzt nämlich nach Einöd Nord. So. Wird auch gleich der Fluss von hier wegbiegen, den wird man dann nicht mehr sehen. Ja, hier zum Beispiel, er fließt in eine Mauer. Ja, keine Ahnung, was hätte ich sonst damit machen sollen. So, wir biegen nach rechts ab. Ja, und jetzt kommen wir nach Einöd Nord. Da müssen sich, wenn ihr vorausgesetzt, ihr habt mein erstes Video gesehen, müsstet ihr euch noch daran erinnern können. Wenn nicht, dann könnt ihr es euch ja anschauen. Türen öffnen. Ja, hier kommt die Hauptstrecke, also die Strecke, die wir das letzte Mal gefahren sind, ging hier entlang, also das allererste Mal eigentlich. Und dieser Teil hier ist, wie gesagt, neu oder relativ neu. Seit dem letzten Video ist es halt neu. Hier ist auch schon was Neues entstanden. Also was für euch Neues, nämlich eine Highspeed-Strecke. Hier darf man noch 80 fahren, aber später dann
Sobald diese Kurve aus ist, 160, dann nach einem Kilometer 200 und nach einer und nach und am Ende sogar 230. Alles unterirdisch. Ja, dann hätte ich gesagt, fahren wir jetzt mal zum Einöd Südbahnhof. So. Hier wird dann die Bundesstraße hinführen von Laxendorf. So und geradeaus weiter geht es nach Einöd Hauptbahnhof, wo wir das erste Mal weggefahren sind. Wir biegen jetzt allerdings nach links ab und fahren zum Einöd Südbahnhof. Kommen wir als erstes mal zur S-Bahn-Station Einöd Mauer. Jetzt hängt natürlich alles. So, und bevor ich es vergesse zu sagen, ich weiß, es sieht nicht aus wie eine S-Bahn-Stammstrecke, aber hier geht die S-Bahn-Stammstrecke weg. Die wird dann hier, fährt dann hier entlang und wird dann, fährt dann hier auf einer Rampe quasi und geht dann bis ganz nach hinten. Nun sind wir im Bahnhofsbereich vom Einöd Südbahnhof. Hier ist eine Geschwindigkeit von 40 km nur erlaubt. Einöd Südbahnhof ist ein Kopfbahnhof mit einer Bahnsteiglänge von sogar unglaublichen 500 Metern. Also das ist ziemlich viel. Also ich meine ziemlich lang. So, und hier ist jetzt Einöd Mauer. Mittendrin im Bahnhof stehen sogar ein paar Leute da heute da. So. Los, Türen, geh zu.
und Gas. Also und Traktion. So, und bestätigen. Ja, meine Einfahrt von 40 km/h. Es ist halt nur blöd, dass hier alles so laggt. Ich habe halt nicht so den besten PC. Leider. Leider. Das wäre so ein dummer Moment, wenn ich jetzt einfach vergessen hätte aufzunehmen. Wenn ich schon 42 Minuten, also wie es bis jetzt ist, solange wie ich bis jetzt gebraucht habe, wenn ich jetzt 42 Minuten umsonst den ganzen Berg runtergefahren wäre. So. Ja, das ist jetzt die Einfahrt vom Einöd Südbahnhof. Alles muss natürlich laggen. Jetzt muss ich erstmal den 500 Meter langen Bahnsteig bis nach vorne fahren. Wir wollen ja die Leute keine 500 Meter latschen lassen. Wobei ich es witzig finde, dass die 500 Meter irgendwie nie ausgenutzt werden können. Weil die meisten Züge bei mir ja nur so 200 Meter lang sind oder kürzer. So. Langsam mal runterbremsen. Und Ende Gelände. Aus die Maus. Ciao.